Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013. Ja, nur noch 6 Rennen stehen auf dem Programm in der 5. Saison. Südkorea ist das nächste Ziel und das Wetter sieht relativ gut aus. Momentan das gleiche Wetter, was auch momentan ich habe. Mitte der Woche am Dienstag. Also Freitag, das Training ist stark bewölkt. Samstag leicht bewölkt und Sonntag auch leicht bewölkt. Könnte heißen, es bleibt trocken für mich. Positiv natürlich für mich. Vielleicht negativ für euch, das Rennen könnte dann nicht ganz so spannend werden. Es hat sich viel getan momentan in der Welt der Formel 1. Viele Neuerungen sind passiert. Ein paar Überraschungen, ein paar Sachen auch, die man sich schon ein bisschen denken konnte. Und es ist sogar noch ein bisschen trocken. Es ist noch trocken, das gefällt mir. Die Tribünen sind relativ voll, was aber in der Wirklichkeit nie hier so ausgesehen hat. Denn diese Strecke findet 2014 ja nicht statt, wird quasi durch Russland ersetzt. Und zu Recht oder zu Unrecht, das könnt ihr selber für euch entscheiden. Wir schauen mal ganz kurz aufs Wetter. Es bleibt komplett trocken über das komplette Wochenende. Das ist doch schön. Und wir nehmen natürlich erstmal unser Standard-Setup. Mit, unser Standard-Karriere-Setup, was ich auch schon vorgestellt habe. Wir fahren hier mit Supersoft und Medium-Reifen, okay. War das so? Ich weiß das schon echt nicht mehr. Und, Ziel haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Und ich würde mal sagen, wie sieht es denn motortechnisch aus? Ist die letzte Aufnahme schon wieder einige Zeit her. Zwei Motoren haben wir noch. Okay, da bleiben wir bei dem. Was ist das nächste für ein Rennen? Japan, ne. Da brauchen wir einen besseren Motor, ne. Dann bleiben wir einfach mal dabei. Wir machen den berühmten Reifentest. Für das Rennen, für unsere Rennstrategie natürlich. Und damit es abgeht, damit wir auch den nächsten Sieg davon tragen. Ich weiß gar nicht, wie das in der Wärme hier momentan aussieht. Ich glaube, ganz weit vorne, 80 Punkte oder so Vorsprung. Ist schon wieder länger her, seitdem ich das Spiel überhaupt mal angerührt habe. Ich glaube, das war jetzt letzte Woche. Wo schießt mich tot? Es ist schon länger her, dass ich mal wieder aufnehme. Mich erstmal wieder komplett ans Spiel gewöhnen, hier ans Spiel gefährt. Jetzt wird das mal wieder nichts. Ja, die neueste Regelung, die ist ja schon in Singapur in Kraft getreten. Das ist dieser Funkverkehr zwischen Boxen, Mauer, Ingenieuren bzw. und Fahrer. Das ist die größte Änderung, die jetzt gekommen ist für Singapur. Das Rennen von heute, ich hätte aber auf den Sieg auf Rosberg oder Ricciardo getippt. Einer von den beiden, würde ich jetzt mal vermuten, hat das Ding gewonnen. Aber ich muss echt jetzt mal wieder reinkommen. Ich muss jetzt mal wach werden hier. Ja, erstmal schönes Wetter nochmal genossen hier. Spätsommer. Ja, könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt noch gemacht habt. Bei diesem schönen Spätsommerwetter. Die meisten haben ja, oder alle haben eigentlich in der Schule. Keiner hat mehr Ferien. Die Ferienzeit ist vorbei. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gemacht habt. Oh, ich muss jetzt mal reinkommen hier. Also noch überhaupt keine Zeitenjagd gleich, sondern erstmal reinkommen. Ich nehme meistens jetzt nur noch abends auf, weil es einfach besser ist. Da bin ich fitter, da kann ich mehr reden und dann passt das schon. Aber besser kommentieren. Südkorea, wie gesagt, kommt 2014 nicht vor. Das heißt, es ist das letzte Mal, dass ich jetzt hier fahre. Deswegen kann man sich vielleicht nochmal erlauben, so scheiße zu fahren wie ich. Von daher geht das und ich bin eh gespannt auf 2014, wie das umgesetzt wird. Ob das gut oder schlecht umgesetzt wird. Vor allem die Fahrphysik, die interessiert mich richtig. Mit dem neuen Core-Partner Baumi Baumaler. Tobi macht das nicht mehr mit mir, der ist damit auch einverstanden gewesen. Sonst hätte ich es auch irgendwo nicht abgezogen. So, oh, viel zu früh gebremst. Freut euch drauf. Es läuft darauf hinaus, dass wir das Ganze im Williams machen. Weil die Abstimmung habe ich jetzt schon langsam ausgewählt und die läuft auf das Williams-Team hin. Freue ich mich drauf. Wird wahrscheinlich ein Top-Auto sein, da bin ich mal gespannt, wie ich dann damit zurechtkomme. Ob ich überhaupt mit der KI dann überhaupt noch zurechtkomme. Mit der Fahrphysik etc. pp. Neues Spiel, neues Glück. Und 2013 habe ich mich relativ schnell dran gewöhnt. Bin ich mal gespannt, wie das 2014 wird.
Noch nicht das Limit hier, wie ich mir das so vorstelle. Also im Rennen kommt dann das große Thema Funkverkehr zwischen Boxen, Gasse und Rennfahrer, beziehungsweise Ingenieur und Rennfahrer. Hier meint der vordere rechte Reifen zu überhitzen, okay. Wir werden wahrscheinlich eh wieder einen Stop mehr machen müssen als die KI. Gehen wir von der Dreistopp-Strategie hier aus. Weil ich komme sowas von selten unter zwei Stops. 1:42.592, das geht definitiv noch schneller. Da lege ich mich fest. So 1:39 sollte im Qualifying auf jeden Fall möglich sein. Auch im Force India. Ricciardo auf der 2, das ist schon mal ein positives Zeichen. Mein Teamkollege fällt jetzt auch gerade raus. Da sind wir schon mal 13. schneller. Bremspunkte bin ich auch gespannt, wie sie die verhalten werden in 2014. Die müssten eigentlich wieder länger ausfallen als hier. Bin mal echt gespannt, wie man das wirklich umgesetzt hat. Wieder Code Moss, dass es echt hinbekommen hat. Also ich erwarte keine großen Änderungen. Ich komme so langsam ans Limit ran, so wie ich fahren möchte. Mit der Liga und so weiter, das bleibt wie gehabt. Da werde ich mitfahren, auch Tobi fährt damit. Also ganz ohne Tobi werdet ihr nicht auskommen. Sekunden schneller als ein Ricciardo auf die Gänge. Das ist ja schon mal eine Wurst. Diese lange Gerade runter. Also ich denke mal, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schwierig wie in Singapur. Da sind wir ja von 3 gestartet. Mit 7 Sekunden oder 8 Sekunden am Ende Vorsprung gehabt. Auf Sebastian Vettel, der Zweiter geworden ist nach 61 langen Runden. Ich bin nicht traurig, dass diese Strecke 2014 es nicht mehr gibt. Sochi, da bin ich sehr gespannt drauf, um das Thema 2014 aufzugreifen. In gut 3 Wochen wird dieses Projekt eigentlich auch zu Ende sein. Das steht eigentlich auch fest, also eigentlich richtig passend zum Release von 2014. Nochmal mein Fazit ab. Nach Brasilien gebe ich hier nochmal mein Fazit ab über dieses Spiel. Also die 500 Spielstunden habe ich hiermit oder habe ich schon längst eingeholt. Also schon deutlich mehr als in F1 2012. Also noch mehr Zeit hier investiert in dieses Game. Weil auch einfach mehr dazugekommen ist. Liga, Saison-Challenge ja, die ganzen Szenario-Modus wird es wahrscheinlich in 2014 auch wieder geben. Also das heißt, ich habe vieles, hat sich gerade auch dazu gesellt im Vergleich zu 2012. Aber wie gesagt, 2013 ist immer noch mein Favoritenspiel von den Codemasters Games. Bin mich gespannt, wie 2014 wird. Alonso, unser Rival auf der 2. Wir können alles ziemlich langsam hier. Also die Schilder da rechts orientiere ich mich nicht. Ich orientiere mich da links an den Curb. Rojo neuer 2, das bedeutet Alonso halt, weil er sich gerade die beste vom Ei. Das Ei wahrscheinlich zu lang gebraten. Da war ich immer so früh auf dem Gas. Das Wichtigste, das Auto holt ja die Zeit aus der Beschleunigung raus. Hamilton Zweiter vor beiden Lotusfahrern Räikkönen und Grosjean.
Reifenverschleiß ist auch, wird auch sehr, sehr spannend sein in 2014. Ob das der gleiche sein wird wie hier, auch so aggressiv, auch wenn die Reifentypen natürlich härter sind. Von Pirelli gemacht. Ob ich dann wieder einen Stop mehr machen muss. Weiß die KI, mal schauen. Einfach fahren wir nochmal um 2 Zehntel oder fast 3 sogar schneller. Hamilton 9 Zehntel zurück. Bin mal gespannt, ob da noch mehr kommt von denen. Alonso bringt sogar 2 Sekunden auf. Deswegen ist hier eigentlich die Pole Position das Ziel. Mal ein bisschen schneller, also ihr geht auf jeden Fall in der 41 Mitte, 41, 5, 4 oder sowas. Bisschen mitgedriftet. Das Auto mit der Kurve, in die Kurve reingedriftet, wie ihr es gerne möchtet. Oder die Reifen brechen noch schneller ein in 2014, dann wird es noch eher für noch, ein bisschen noch kritischer für die KI. Weil das war immer das Schneckenpferd von der KI. Man hat immer zu lange gewartet auf einen neuen Reifensatz. Ich hoffe, dass man das ein bisschen verbessert. Weil sonst bin ich ja immer noch konkurrenzfähig in einem Williams oder sogar in einem Force India oder vielleicht sogar noch in einem Toro Rosso. Nochmal 2 Zehntel schneller. Hamilton hat sich auch in der Zwischenzeit verbessert. So, komm gut her. Es gibt Windschatten. Also ich habe weniger Heckflügel, sonst würde ich nicht rankommen. Ich würde sagen, 2 Runden fahre ich nur und dann springen wir ins Qualifying. Den Motor lassen wir noch drin, der muss das aushalten. Nochmal 2 Zehntel. Ja gut, das war jetzt der Windschatten. Aber der Sprit bringt mir hier mehr als der Reifenverschleiß bei den harten Reifen. Das ist auch extrem wichtig zu wissen. Benzin-Durchflussmenge, ich bin echt gespannt auf 2014. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Perez, ich wollte eigentlich innen vorbei, aber was soll's. Keine Verwarnung dafür kassiert. Hat natürlich Zeit gekostet. Eine halbe Sekunde. Kann man nicht wieder gut machen. Auch nicht im Schlusssektor. Hier fahre ich immer sehr weit raus. Gerne zu weit. Okay. Ein Benzinverbrauch scheint ein bisschen höher zu sein. Ich bin noch nicht ganz hundertprozentig überall drauf. Konzentrationsfehler, die schleichen sich auch schon wieder ein. Wir sind einfach vorhanden. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Gerade nicht fürs Qualifying. Immer 36 hoch, erster Sektor passt. Alonso hat sich jetzt doch ein bisschen verbessert auf die 4. Ich glaube, den habe ich zweimal als Rivalen sogar schon drin gehabt. Gelbphase in Sektor 2 gerade. Da steht jetzt gar nicht ein Fahrzeug hier links. Sie
Beziehungsweise war das der Ferrari sogar. Also stellt euch auf eine Koop-Saison in Williams ein. Im Martini-Style freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, wie stark der ist, der Williams. Und den jetzt deutlich besser programmiert hat. Von der Leistung her. Ich bin gespannt, ob man wirklich so. Ob man programmiert hat, dass Williams so eine dass Mercedes so eine Übermacht ist. Dass sie einen wirklich vielleicht eine Sekunde schneller fahren als die anderen Fahrzeuge. Ja, dann wird's schwer. Dann wird's wirklich, wirklich schwer. Weil dann ist Goldmeister Spieler darauf ausgelegt, dass sie nur noch Doppelsiege holen. So, Reifentest ist auch abgeschlossen. Und dann wollen wir mal schauen. 18. Erster Sektor passt. Zweiter Sektor ist gut. Aber in Sektor 2 lässt du viel zu viel wieder liegen. Was? Was für ein Irrglaube, was der mir erzählt. Ich wollte die Reifen gucken. Ah! Wir haben 700 haben wir 76%. Und wollte auch wieder einen Schrift, der schreibt. So, das nächste Problem. 76 bei 7 gefahrenen Runden. Okay, passt. Und ich würde sagen, auf ins Qualifying! Das ist Platz 1. Hervorragend. Nimm diesen Schwung mit ins Qualifying. Aber sowas von. Also es wird dann wahrscheinlich wirklich eine Dreischubstrategie werden. Mal 14, 15, 16. Dreimal hart. Und einmal weich. Das wird ungefähr die Strategie sein. Ich weiß nicht, warum ich müde bin heute. Ich weiß es echt nicht. Fünfter oder besser ist mein Ziel. Wir wollen natürlich mit diesem einen Reifensatz. Wir denken, dass du problemlos die nächste Session erreichen wirst. Mach nicht zu viel Druck. Q1 und Q2 schaffen. Damit, das will ich einfach versuchen mit diesem Reifensatz. Weil so viele Zuschauer waren hier wirklich nie. Schaut euch die Tribünen mal an. Hier ist ja auch überhaupt nichts. So, wir haben eigentlich nur eine Runde und die muss sitzen. Jetzt wissen wir quasi schon, was ich gleich fahren kann. Die Vorbereitung auf hat für dich meine Qualifying-Runde in Q1 sollte aber nicht das große Problem sein. Zum ersten Mal auf weichen Reifen. Deswegen haben wir jetzt deutlich mehr Grip haben. Wir sind die Super Soft und Medium Reifen hier am Board. Soft wird hier übersprungen. Teamkollege Suzuki ist gerade auch rausgefahren. Die Formel E könnte man vielleicht nochmal ansprechen. Die ist ja jetzt gestartet letzte Woche Samstag. Gut, ich habe es jetzt nicht gesehen. Die wird ja nur bei Sky übertragen und ich habe keinen Sky, weil es A viel zu teuer ist und B ich einfach nicht so viel dafür Zeit habe und ich mich nicht für alle Sportarten interessiere. Von daher lohnt es sich nicht. Für mich. Natürlich kommt da jemand aus der Boxengasse raus. Alles andere wäre auch nicht normal gewesen. Aber Guido von der Gardelle macht super Platz. Ein bisschen zu spät gebremst.
schaffe es noch zu verkraften. 18 ist schon mal schneller als im Training. Das ist auch ein gutes Zeichen. Alles getroffen. Bis auf die eine Kurve. Also geht noch in der 35 hoch. Der kleine Stückchen Berg, da könnte man auch vielleicht ein bisschen mehr Kers auch übrig lassen, aber das rentiert sich eigentlich in der Regel nicht. Da mute ich den Reifen, glaube ich, ein bisschen zu viel zu. Vom Gripniveau. Das war auch nicht gut. Jetzt habe ich dreckige Reifen. Das war auch nur mein letzter Sektor, wo man richtig viel Zeit auch liegen lassen kann. Ist mir im Ligarennen nämlich damals aufgefallen. Habe ich 15 immer weggeworfen. aber 1,39 ist möglich. So viel kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass das möglich ist. Bottas und Schild, langsamer die Zeit reicht definitiv, um weiterzukommen. Okay, ich will vielleicht jetzt 41er Zeiten fahren und wieder ein bisschen zu spät gebremst. So, wir fahren natürlich jetzt auch zurück an die Box und werden mal schauen, was sich das jetzt alles wieder mal ergibt. Immer das Standardprogramm im Qualifying und im Training eigentlich. Maldonado Zweiter jetzt vor Vettel und Bottas. Da kamen ja auch Gerüchte auf, ob manchmal Maldonado zur Formel E wechseln sollte. So, Ziel auf der 2. Apropos Formel E, ja, da ist ja der schwere Unfall mit Nick Heidfeld passiert. Gott sei Dank ist da nichts passiert. Das habe ich mitbekommen. Aber sonst kann ich dazu jetzt nicht viel sagen. Ich tippe einfach mal, der Sound wird nicht der beste gewesen sein. Aber was erwartet man von Elektroautos? Das ist glaube ich nicht so sehr im Vordergrund. Aber man sollte das vielleicht auch nicht so schlecht reden, weil Motorsport hat auch immer was Entwicklung für uns zu tun, für unsere privaten PKWs. Also da könnte sich dann durchaus mal was tun in Sachen Elektroautos. Ob die wirklich Zukunft haben, schwierig, schwer zu beurteilen. Ob wir in 50, 60 Jahren vielleicht nur noch mit Elektroautos fahren. Aber wenn man sich so den Verlauf der Technik anguckt, irgendwie ja. Aber abwarten. Ja. Ein Blick in die Zukunft riskieren, ja. Würde man manchmal echt gerne machen, ja. Ein Blick in die Zukunft. Wie sieht's in 40 Jahren aus? Wo stehe ich in 40 Jahren? Ja, wenn man das wüsste, dann. Ja. Wunschträumen, ja. So. Ja, 1,2 Sekunden vorne, also beste Voraussetzung, würde ich mal sagen, für die Pole Position. 1,1 sogar, Alonso auf der 4, Hamilton auf der 5, Alonso ja auch unser Gegner in der WM, definitiv. Aber eine Sekunde, ja, das wird knapp, sollte aber reichen. Subtil auf der 10 und ausgeschieden sind wahrscheinlich die vier üblichen Verdächtigen. Genau, die vier üblichen Verdächtigen und Joe Eric Vettel und Esteban Gutierrez auf 17 und 18. Q2 steht an, wir werden den angebrochenen Reifensatz benutzen. Dann schaue ich mal in Q3, ob ich ein One oder zwei Ones fahre. Wahrscheinlich ein. Für den Fall der Fälle, dass ich nochmal, in Rennen noch mal den neuen frischen Reifensatz brauche, wo ich jetzt aber nicht ausgehe. Aber man weiß ja nie. Den Reifen schauen wir uns auch mal gleich an nach 6 gefahrenen Runden. Dann kann man das noch besser planen. Ich weiß nicht, wie viele Runden man hier fährt. 50, 54, 55, irgendwie sowas um den Dreh wahrscheinlich. Bloß keine Strafe hier einhalten in den Boxenauswahl, das ist natürlich auch komplett anders jetzt. Damit solltest du etwas früher pushen können, sobald sie auf Temperatur sind. Jawohl.
Österreich kehrt zurück, lange nicht mehr gefahren mit dem Formel 1 Auto. Mein Gott, ist das lange her. Österreich, der gute Spielberg, der Red Bull Ring jetzt genannt. Also ich freue mich richtig auf 2014. Wenn wir auch ein anderes Lenkrad dann haben, dann werden wir da schon ein LED-Display haben. Ohne Touchscreen-Funktion. Das fehlt noch. Irgendwann haben die Fahrer wirklich so Touchscreens, ja. Also es wird mich nicht mehr irgendwann wundern. Dann haben sie keine Knöpfe, dann haben sie Touchscreens. Dann läuft auch noch alles per Elektronik ab und dann funktioniert aber auch die Hälfte nicht. Funktioniert ja jetzt schon nicht. Bin gespannt, ob Goodmaster sowas auch einprogrammiert hat. Aber ich erwarte das eigentlich nicht. Ich erwarte keine großen Sprünge. Von Codemasters. Also wir haben hinter uns welche, wir haben aber keinen vor uns. Das heißt, ich bin als erster rausgefahren. Das ist ein gutes Zeichen für mich. Oder auch nicht, weil da ist immer noch einer in der Box. Gut, der will mir aber jetzt nicht dermaßen im Weg stehen. In Mulfall können wir auch zwei schnelle Runden fahren. Der letzte fährt gerade jetzt raus. Was geht denn quasi noch? So, wir fangen schon mal an, hier ein bisschen das Kers rauszukloppen. Den optimalen Punkt haben. Schön reingebremst in die Kurve und wir mit Schwung raus beschleunigt. Mal eher gebremst als in Q1, das ging auf. Aber genauso schnell wie in Q1, so gute Reifen. Das ist jetzt ein bisschen älter. Das könnte dann schon 2 oder 3 Zehntel ausmachen. Ja, auch so langsam ins Gelbliche schon übergeht. Also knapp schon gleich bei 70% ist. Mit der Reifen so um schnelle Runden zu fahren. Ja, hier nur 1,19,6. Da hatten wir vorhin, glaube ich, an der 18 sogar noch stehen. Ja, ob ich da nochmal eine Runde dranhänge? 39, 40, 5. Hätte sich schneller gefahren als ich. Rougeau ist langsamer gefahren, Vettel ist 7 Zehntel schneller gefahren. Einen Tick langsamer. Bei der vorderen rechten Reifen ganz kurz stehen. Alonso ist auch langsamer als ich. Ich bin immer noch Dritter, was mich echt wundert. In dieser Zeit. Massa schneller als Alonso. Nee, die Runde wird nicht schneller. Ah, mit der 13. verloren, okay. Und dann im Schlusssektor auch nochmal 13. Also Schlusssektor ist nicht mein Sektor. Nur nach 6. Raikön ist sogar schneller gefahren als ich. Oh, oh. Alarmglocken. Aber ich denke mal, eine 1,45, das sollte reichen. Aber das habe ich in Belgien auch damals gesagt, das sollte reichen. Da waren es, glaube ich, 7000ste, die ich langsamer war als Button. Muss dann doch nochmal raus. 1,39,7. Thank you.
Was man auch erwähnen könnte, Marco Wittmann ist DTM-Meister geworden 2014. Das ist nämlich noch letztes Wochenende passiert. Achter. Ja, sollte reichen. Button ist 14. langsamer. Also das würde mich jetzt wundern, wenn ich da nochmal rauspurzel. Aber 5. oder besser sollen wir werden im Qualifying. Du hast Q3 erreicht. Gut gemacht. Beide Mercedes vorne, aber ausgeschieden sind Sergio Perez auf der 11, Hülkenberg im Sauber auf der 12, Teamkollege Sutil auf der 13, Ricciardo 14, Pastor Maldonado 15 und Valtteri Bottas auf der 16. Q3 steht an. Und wir wollen den Reifen uns angucken. Den weichen. Wenn ich mich wieder einschneiden lasse. 67% bei 6 gefahrenen Runden. Das heißt, die Reifen in ungefähr 9 Runden. 9 Runden. Okay, ja, das könnte 3-Schritt-Strategie werden. Also 1,39er Zeiten fährt die KI hier, und zwar hoch. Sollte machbar sein auch für mich. Muss ich aber auch mal ernsthaft sagen. Werde 5. oder besser ist mein Ziel. Aber mit einer 40-0 bin ich eigentlich auch schon zufrieden. Okay, die Strecke ist frei und wir sind bereit. Auf geht's. Jawohl, auf geht's. Aber wir werden nur eine schnelle Runde versuchen. Aber natürlich ist ein Reifensatz gespart, genauso wie die Top-Teams. Also die können auch nicht 2-1 fahren, wenn sie möchten. Das werden sie wahrscheinlich auch. Ist ja bekanntlicherweise die KI. Bei der Ausfahrt habe ich auch schon mal eine Strafe kassiert. Das ist durchaus auch möglich. 5. oder besser ist realistisch, definitiv. Aber so wenige Wolken gibt es momentan noch bei uns. Ja. Schönes Sommerwetter. Ich glaube, wenn es wieder regnet, dann fange ich an, richtig wieder aufzunehmen. Und das könnte im Oktober ja wirklich der Fall sein. Dann ist ja Herbst und dann geht's ab. In 2014, dann geht's richtig, richtig ab. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die letzten 6 Rennen hier. Die man auch noch ein bisschen genießen sollte, ja. Man weiß nie, ob ich besser oder schlechter werde in 2014. Man munkelt, ja. So, ich bin natürlich gleich ganz mucksmäuschen still auf meiner schnellen Runde. So, ich kenn schon mal fett. Lass den vorderen rechten Reifen noch mal kurz abkühlen. Weil er dafür keine Gelegenheit eigentlich hat. Los geht's! Nicht optimal. Das war bis jetzt das Schlechteste. Dafür war die Kurve besser. Rosberg mit der ersten Zeit. Hamilton jetzt schnellster, 39,8.
Momentan 13. vorne. Schlusssektor kommt aber noch mit den überhitzten vorderen rechten Reifen. Kürzester Weg jetzt. 1, 39, 6, 2, 8. Das wäre erstmal die Pole Position. Aber ich gehe mal davon aus, das kann die KI auch fahren. Das war die bisher schnellste Runde. Ausgezeichnet. Aber ich werde es bei diesem einen Run lassen. Die Runde war schon gut. Lieber schon nicht nochmal die Reifen und den Motor ein bisschen. Aber mit den Reifen, das müssen wir definitiv starten. Noch 5 Minuten bleiben in dieser Session. Fünf Minuten noch, wo man mich von der 1 runterschubsen kann. Das Zittern geht dann gleich in der Box wieder los. Also bei der WM sage ich mal, da sind wir so gut wie durch. Im Sauber war ich aber hier schon durch, nach Südkorea, ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ist der Frost India im Vergleich zum Sauber und zum Lotus schwächer, muss man so sagen. Eigentlich das gute Mittelmaß, fand ich jetzt. Gegen die Legende KI. Alonso jetzt Zweiter, der sich nochmal minimal verbessert. Das ist hier ein WM-Fight. Augenhöhe. Direkt schon beim Start. Oder auf der Strecke. Oder fahre ich vorne weg. Eins von diesen Sachen gibt es eigentlich nur. Oder kommt der Crash in der ersten Kurve. Der eigentlich immer mehr ausbleibt. So, die Entscheidung. Pole Position, ja oder nein? Nein! 1,39,3, das hätte ich nicht fahren können, nein. Also simulierte Zeit sind immer schneller. Wirklich gut gemacht. Startplatz 4. Bin ich mir zufrieden. Sebastian Vettel von der Pole Position von Nico Rosberg und Fernando Alonso. Wir auf der 4, wir haben das Ziel erreicht, damit bin ich zufrieden. Hamilton auf der 5, Weber 6. Felipe Massa 7. Raikkonen 8. 9. Button und 10. Romain Grosjean. Wer der 5. oder besser, wer erreicht ihn, Kollege Sozi wurde 13. und Ferrari Alonso wurde 3. Ich sage bis zum Rennen und tschüss!